Heute besucht uns im Landkreis Toni Hofreiter, der Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen. Wir waren vorhin auf der Wasserburger Altstadtbahntrasse, Toni. Ein Konsortium möchte jetzt diese Trasse kaufen. Deutschlandweit werden ja immer mehr Strecken von privaten Konsortien gekauft. Wie findest du diese Entwicklung? Das hängt immer ganz davon ab, wer das ist und welche Intention er das Ganze unternimmt. Im Beispiel jetzt bei euch in Wasserburg ist das ein sehr, sehr positives Beispiel, weil da eine Gruppe von zum Teil privat engagierten Menschen, zum Teil durchaus fachkundigen Privatbahnen, die Strecke reaktivieren will. Und das wäre für Wasserburg ein großer Fortschritt, nämlich dann hätte die Innenstadt direkt wieder Bahnanschluss und man könnte von der Wasserburger Altstadt zumindest in den Hauptberufszeiten direkt nach München fahren. Also das ist insgesamt sehr, sehr positiv zu bewerten und man kann nur hoffen, dass die Stadt erkennt, dass der Stadtrat mehrheitlich erkennt, welche große Chance er da hat. Als wir auf der Altstadtbahntrasse gegangen sind, haben wir auch gesehen, wo die geplante B15-Neutrasse verlaufen soll, nämlich im Nadelöhr zwischen Reitmehring und dem neu geplanten Bezirksklinikum Gabersee. Die CSU möchte ja unbedingt, dass die Straße in den Bundesverkehrswegeplan reinkommt. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten im Moment oder wie schätzt du das ein? Die B15 neu hat schon erstmal einen verschleiernden Namen, denn es handelt sich nicht um eine neue Bundesstraße, sondern in Wirklichkeit handelt es sich um die A93. Man hat sie nur B15 neu genannt, um den Widerstand zu verringern der Bürger. Und man muss ganz klar sagen, es ist mir vollkommen unverständlich, wie so örtliche CSUler diese Maßnahme im Bundesverkehrswegeplan reinbringen wollen. Nämlich für die Region bringt diese Straße überhaupt nichts, denn diese Autobahn ist gedacht, insbesondere als Alternativroute an München vorbei für den sehr, sehr weit fahrenden, schweren 40-Tonnen-Lkw-Verkehr, also insbesondere für den Transitverkehr. Deswegen kann man da aus der Region im Grunde nur dagegen sein. Man braucht es auch nicht, weil es endlich an der Zeit ist, dass der schwere Transit-Lkw-Verkehr auf die Bahn verlagert wird. Das heißt, das Projekt ist rundweg abzulehnen und da jetzt die Debatten um Bundesverkehrswegeplan beginnen, ist es jetzt an der Zeit, dass sich die Bürger massiv dagegen wehren. Du kommst jetzt gerade aus Oberaudorf, wo du eine Veranstaltung hattest zum Brenner Basistunnel. Kannst du da noch mal deine Einschätzung dazu abgeben jetzt bitte? Im Inntal auf der bayerischen Seite geht es ja weniger direkt um Brenner Basistunnel, sondern um die Zulaufstrecken für den Brenner Basistunnel. Und da wird ja ganz heftig drum gestritten, wo das dritte, vierte Gleis hinkommt. Aber auch der anwesende Bürgermeister hat ja nochmal bestätigt, dass es im Moment gar nicht darum gehen soll, ein drittes, viertes Gleis zu bauen, sondern dass, wenn überhaupt, es nur um ein Trassensicherungsverfahren geht, wenn vielleicht irgendwann mal in der Zukunft ein drittes, viertes Gleis gebaut wird. Aber es ist trotzdem abzusehen, dass mehr Güterverkehr durchs Inntal rollt, auch mehr Schienengüterverkehr. Und Güterzüge sind laut. Deswegen ist es jetzt angezeigt, auf der Bestandstrasse, also auf der bestehenden zweigleisigen Eisenbahntrasse, endlich für Lärmschutz zu sorgen. Da gibt es viele Ortschaften, die in dem engen Tal stark von Lärm belastet sind und da muss endlich vernünftiger Lärmschutz umgesetzt werden. Ja, danke Toni, dass du bei uns im Landkreis warst, obwohl du ja momentan wirklich stark gefordert bist durch die ganzen fürchterlichen Entwicklungen mit Griechenland und allen anderen schrecklichen Sachen, die momentan passieren. Ich hoffe, wir können dich hier bald mal wieder begrüßen. Ich bin immer total gern bei euch im Landkreis. Erstens, weil es hier sehr, sehr aktive Grüne gibt und zweitens, weil es in Oberbayern wunderschön ist. Vielen Dank.